Jetzt muss ich erstmal was zeigen. Und zwar hier das. Hier der Deckel, ne? Weil hier ist die Kerze an. Hier ist der Deckel. Und jetzt, wenn der Schnee da drauf liegt, zischt es. Weil der Deckel ist ja heiß. Der Schnee, der geht gleich kaputt. Guck hier. Zack. Wie auf einer Herdplatte. Kannst du dir hier Wasser machen. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses. Das ist die Shenaya. Ihr wisst vielleicht, dass ich hier öfters mit dem Hannes sitz. Hannes, jetzt geht's nicht mehr. Der Hannes ist jetzt nicht da. Der Hannes kommt eine Woche später wie die Shenaya. Die Shenaya ist jetzt da, bevor der Hannes kommt. Ne? Die letzten Momente genießen in Freizeit in Hildburghausen. Bei uns schneit's jetzt und die Shenaya hat gedacht, sie wollte gerne mal die Isarmaß testen, also das Isarwasser. Das haben wir ja beim Edgar gesehen, beim Sir Edward oder wie er heißt. Und ihr hat die Farbe so gut gefallen, weil du magst grün? Ja, irgendwie schon. Grün ist deine Lieblingsfarbe? Nee, Lieblingsfarbe nicht, das ist lila. Lila. Etwas lila machen müssen. Viel besser hätte jetzt die Schneemaß gepasst, ja, aber schon. Das wussten wir ja vorher nicht. Erstmal danke an, von wem ist das? Eiskorb Jens. Vom Eiskorb Jens. Fast hätte jemand NetGhost gesagt. Ja. Danke an Eiskorb Jens, Dankeschön. Der hat uns nämlich wieder hier Maßkrüge gesponsert, sodass es überhaupt möglich ist, Maßgetränke zu testen. Und was braucht man für eine Isarmaß? Wir haben da verschiedene Zutaten. Als Grundlage natürlich eine Dose Bier. Die Shenaya hat jetzt hier dieses Münchner Hell rausgesucht. Das trinkt der Hannes ja auch sehr gerne. Dann braucht man ein gelbes Limo, wie der Edward immer sagt. Das ist jetzt eine Fanta, die kann man auch so trinken. Oder kann gelbe Spuren in den Schnee machen, damit die Leute denken, was ist das? Dann braucht man zur Färbung ein Blue Curaçao. Wenn ihr auch eine Blue Curaçao seid, schreibt es mir in die Kommentare. Denn wenn ihr das da reinmacht, das Gelb vermischt mit dem Blau oder dann eben grün, genau, schwarz oder lila, geht auch. So. Dann würde ich sagen, wir labern gar nicht viel. Was ist das? Wir labern nicht viel, wir haben uns ein paar Kerzel aufgestellt, weil es ist ja kalt, damit man nicht so friert. Der eine ist schon ausgenommen. Und wir hauen uns, wieso das denn? Da ist doch gar nichts, da muss ich nochmal anmachen. Die Shenaya kann so lange mal ihr Bierle aufmachen. Ihr Dosenbierle. So, jetzt ist doch wieder, ich hoffe, das hält jetzt. Und sich's mal in ihren. in den Krug reinfüllen. Ich wollte schon ganz lange schon wieder aus. Dann mache ich auch jetzt mal hier ein Münchner Hell. Jedes Maßgetränk sollte theoretisch aus drei Zutaten bestehen. Meistens eben ein Bier als Grundierung. Meistens irgendwas nicht alkoholisches, was es verdünnt und den Geschmack gibt. Und dann noch irgendwas alkoholisches zum Kick geben. Ja? Deswegen haben wir auch bei unserer Radlermaß noch einfach da ein bisschen Cognac mit rein oder ein bisschen Wodka oder irgendwas, dass wir halt einfach die Maß mischen. Als Mischmaß und dann einfach noch eine Verschärfung rein, dass es noch ein paar Prozente mehr hat. Die Mischmaß ist auch gut. Hier ist es sowieso vorgegeben, dass ihr also normal euer Bierle einfüllt. Das sieht wunderbar aus. Ja, na guck mal, halt es mal nochmal so hier hin für die Kamera, damit ihr seht, wie genial das aussieht, so ein Bildle. Da klebt auch schon bei mir ein bisschen Schnee dran. Schön. Ach so, gelbes Limo, das steht ja auf deiner Seite. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wie viel Limo muss da jetzt rein? Im Prinzip. Bis zum Kringel oder was? Ja, irgendwie schon, ne? Weil man die Hälfte Bier, die Hälfte gelbes Limo macht, sodass theoretisch der eine Liter voll ist. Und dann kommen eigentlich zwei Stammball oder so rein von der Blue Curaçao. Shenaya füllt jetzt also ihr schönes Radler zusammen, könnte man so sagen. Ja, im Moment ist es ein Radler. Weil Radler ist ja mit Zitrone, saures Radler ist mit Wasser. Was ist es dann also, wenn es mit Orange ist? Weiß das jemand? Kennt ihr euch da aus? Jetzt sei mal nicht so zimmerlich hier. Wir sind Männer, ne? Und eine Frau und deswegen, da wird einfach nein, geschüttet. Das reicht schon, das ist wahrscheinlich schon zu viel, weil der Schaum bildet sich ja, jetzt zurück schon, ja. Und wird dann auch wieder. Ja, du hast gleich, da ist er, ne? Aber ich kenne, du hast ja geguckt beim Hannes, der hat es auch immer übertrieben. Ja, ja, genau. Ja, mal gucken. Der hat einfach immer mehr gemacht, als sein muss. Theoretisch, wenn das ein Liter ist, hätten ja, wenn beide 500 Milliliter einfüllen, die Flasche leer sein müssen. Ja, aber schon.
ist irgendwie nicht. Also irgendwie geht's gerade nicht auf. 0,5 Liter Bier, 0,5 Liter Limo, müsste eigentlich die Flasche leer sein. Und das Glas bis beim Strich ist es nicht. Egal, tun wir es weg, weil... Oder muss man das noch ein bisschen weiter aus? Noch mehr Limo braucht man nicht. Muss ja noch Platz sein fürs Blue Curaçao. Also nehmen wir mal das Blue Curaçao. Wie viel möchtest du von Stammball? Ihr hattet, glaube ich, 4 Stück immer genommen, ne? Wir hatten 4. Wenn du das sagst. So, das ist einer. Ui, das sieht aber schön aus. Tu dir mal einen zweiten rein. Da passt gleich gar nichts mehr rein, würde ich sagen. Ich glaube, 2 reichen wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ich gebe dir mal kurz die Flasche. Füll du mal bei mir ein. Ich will mal zeigen, dass man das nochmal schön sieht, wie sich die Farbe vermischt hat. Seht ihr hier das blaue Gläschen? Erst war es halt schön gelb. Dann kommt die Sau ins Glas und guckt mal, wie es jetzt hochzieht, sich plötzlich vermischt. Aber das ist ja egal, das könnt ihr ja mit allem machen. Ihr könnt auch einfach nur eine Pfanne nehmen und mal Blue Curaçao rein, dann habt ihr dieselbe Farbe. So, ich würde sagen, das ist jetzt schon ziemlich voll. Ja, stimmt. Und obwohl das eigentlich ja nur aus 3 Komponenten bestehen soll, ist heute der letzte Tag, wo die Shania da war. Ich habe nicht mitgedacht, ich habe an der Kasse hier noch so einen kleinen Jim Beam mitgenommen, weil ich dachte, das ist voll cool, noch für die Mars als extra Zutat, weil ich nicht nachgedacht habe, dass sie ja schon 3 Zutaten hat. Jetzt hat die also 4, das heißt, das schüttelt man bestimmt nicht. Wir schütteln trotzdem, Skrubbenzwang, jeder schüttelt mit. Kerze ist schon wieder aus, genau. Es ist die Weiße. Die Weiße ist kaputt, die gebe ich zurück. Jetzt eigentlich hätten wir. Ist jetzt schon was reingefüllt? Ja. Probier mal kurz, wie es schmeckt, ohne dass das Zeug drin ist. Du musst ja erstmal den Geschmack erleben. So, das biete ich dir noch an. So habe ich da nämlich weniger zu trinken, weil sie mein halbes Glas jetzt schon leer getrunken hat gleich. Interessant, ich habe schon lange keinen Blue Curaçao getrunken. Ich glaube ich noch nie, bis auf die Isamars, da habe ich es getrunken. So, dann füllen wir jetzt mal hier das rein, was richtig abartig ist. Das ist die Spezialzutat. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Wie viel Prozent hat das Ding? Ich glaube 40. 40%, die kennt sich aus, sie hat alle Prozente. Das ist so klein geschrieben, da brauchst du eine Lupe, du hast das auswendig gekannt. Ja, genau. Einmal zuschrauben noch, damit hier nichts verloren geht. Und dann würde ich sagen, ist das jetzt hier das Isar-Wasser vom Third Edward? Mit Schutz. Mit Schutz, genau. Mit Schutz, genau. Damit ihr euch nicht... Mit Schutz, deswegen sind da überall Kappen drauf. Genau. Auf den Dingern. Ich stelle das jetzt mal, ich brauche Platz für meinen Arm, genau. So, dann würde ich sagen, Prost, Jenna. Ja, Prost. Mal gucken, wie es jetzt schmeckt, die Abschiedsmaß, ja, mit Jack Daniels. Ach nee, mit Jim Beam ist es ja. Ja. Mal einen kleinen Hieb nehmen. Das geht eigentlich. Leicht vanillige Note. Oh. Vanille? Ja. Wo nimmst du die Vanille her? Das schmeckt ein bisschen. Also als ich getrunken habe, habe ich deutlich natürlich die Fanta geschmeckt. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob ich Blue Curaçao rausschmecken könnte. Ja, gerade wie schmeckt eben Blue Curaçao? Da ist ja auch Zitrone und Orange drauf. Auf der Flasche hat das was zu sagen oder ist das nur Deko? Ja, das ist auch so auch leicht mit Zitronengeschmack. Geschmack reifer Zitrusfrüchte steht da drauf. Naja, das ist sehr schön. Vielleicht schaffen wir ja noch den Rest aufzufüllen mit dem Blue Curaçao, dass ihr dann noch einen Shot reinkriegt, weil damit machen wir eh nichts, das muss also weg. Arschena, jetzt trink doch nicht einfach das Ding. Das wäre bestimmt gegangen. Das sieht so gezwungen aus. Guck hier, jetzt wird's dunkler, jetzt ist es gleich wieder die Halbmaß. Juhu! Zum Hulk. Passt. So wie beim Hannes immer, teilen wir natürlich auch den Rest noch ein bisschen auf. Noch da was und dann sind wir fertig. Ihr seht, da wird auch nichts verschwendet, das wird auch alles genutzt. Das ist und Moosmaß. Schön verteilt überall. Jetzt brauchen wir auch den Deckel nicht mehr. Also es hat eigentlich sehr fruchtig geschmeckt gerade. Das Bier habe ich gar nicht gemerkt. Nee. Ich habe ganz deutlich die Orangenlimo gemerkt. Und dann erst beim Absetzen diese Jim Beam-Note, die sich oben drauf gelegt hat.
Ist vielleicht ein Unterschied, wenn du das zuerst einfüllst und den Rest drauf, aber so hat sich die Jim Beam Teppich oben hingelegt. War aber gut, das heißt, du schmeckst deutlich den Alkohol, aber es ließ sich gut trinken, weil es sehr süßlich war. Ja, definitiv, den konnte man ganz gut trinken. Würdest du auch nochmal trinken, ja? Machst du dir zu Hause jetzt auch immer so? Ja. Zu einem Geburtstag, zu Silvester, zu Weihnachten? Ist ja eh nur eine kleine Stampe, also von daher. Ist ja noch in Maßen, ne? In einer Maß. Der Stampe ist in den Maßen drin, genau. So. Damit es aber kein Saufvideo wird, trinken wir das heimlich, still und leise aus. Aber wir können noch mal prosten fürs Video. Prost. Prost. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und wenn ihr auch das Isarwasser schon mal getestet habt, schreibt es mal in die Kommentare. Oder wenn ihr noch andere Maßgetränke kennt, ne, die ich noch nicht mit dem Hannes getestet habe, dann kann ich das mit dem Hannes noch testen. Und ansonsten, vielleicht will die Shania irgendwann auch mal die Schneemaus testen. Wow. Oder sonst was. Die Odelmaß. Oh Gott, nee. Mit Senf und Rotwurst. Mm, so. Lecker. Dann bis denne de denne, ne? Sag ich immer. Bis denne de denne, genau. Ciao. Ciao. Kann auch nicht trinken.